Ihr betet, fastet und haltet euch an Haram und Halal. Die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala ist euch sehr wichtig. Doch was ist mit eurem Umfeld, euren Familien, Verwandten und Bekannten? Praktizieren sie den Islam? Wie genau wisst ihr über ihren Zustand Bescheid? Manchmal ist man so darauf fixiert, seine eigenen Fehler auszumerzen oder sich Wissen anzueignen, sodass man sich kaum um die Menschen um einen herum Gedanken macht. Liebe Geschwister, wisst ihr, wie viel Belohnung und Segen darin steckt, das Gute zu verbreiten? Und gedenke im Buch Idris, er war wahrhaftig und er war ein Prophet. Und wir erhöhten ihn zu einem hohen Ort. Hierzu gibt es eine Geschichte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach über Idris alaihi salam, als er diese Verse rezitierte. Idris alaihi salam war der erste Prophet nach Adam alaihi salam und Shif, dem Sohn von Adam alaihi salam. Er war der erste Mensch, der einen Stift benutzte, um es der Menschheit zu zeigen. Idris alaihi salam bekam die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich werde jeden Tag für dich das aufheben, was wie alle guten Taten der Menschen ist. Das heißt, für jede gute Tat, für jede Überbringung der Botschaft Allahs, wird auch Idris alaihi salam dafür belohnt werden. Daher bat er Allah subhanahu wa ta'ala um mehr Lebenszeit, um mit der Botschaft so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Ein Engel kam zu Idris alaihi salam und der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtete über die Offenbarung von Allah. Idris alaihi salam wollte zum Todesengel, um ihn zu fragen, wie lange er noch zu leben hat. So stieg Idris alaihi salam auf den Rücken eines Engels und sie flogen empor zum Himmel. In der vierten Stufe begegneten sie dem Todesengel, der gerade dabei war, hinabzusteigen. Der Todesengel fragte: Wo ist Idris? Er ist bei mir, antwortete der Engel. Dann fragte er den Todesengel, wie lange der Prophet Idris alaihi salam noch zu leben hat. Der Todesengel war erstaunt. Du fragst mich nach einem Mann, der nur noch einen Augenblick zu leben hat? Als der Engel unter seinem Flügel schaute, sah er, dass Idris alaihi salam bereits tot war. Allah hat mir den Auftrag gegeben, die Seele von Idris in der vierten Stufe des Himmels zu nehmen, und ich habe mich gefragt, wie ich das machen soll, wo er doch auf der Erde weilt. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala weiß über alles Bescheid. Er bestimmt über alles und hat dafür gesorgt, dass Idris alaihi salam sich selbstständig seinem Todesort nähert. Die Geschichte vermittelt uns, wie wichtig es ist, das Gute zu gebieten und die Botschaft Allahs zu tragen. Dies hatte sich Idris alaihi salam als Prophet zur Lebensaufgabe gemacht. Denn als Prophet war es seine Hauptaufgabe, die Botschaft Allahs zu verkünden. Und genau für diese ehrenvolle Aufgabe wollte Idris alaihi salam noch mehr Lebenszeit haben. Er wollte bis zu seinem Tod das Gute unter den Menschen verbreiten. Manchmal schrecken wir vor Leuten zurück. Wir wollen jeglichen Konfrontationen aus dem Weg gehen. Vielleicht denken wir sogar, diese Menschen wären sowieso zu stur und würden die Botschaft Allahs nicht akzeptieren. Oder man macht sich Gedanken darüber, dass man den Draht zu Menschen aus seinem Umfeld dadurch verlieren würde oder sie schlecht von einem denken könnten. Doch was hier viel wichtiger ist, ist die Botschaft Allahs zu verkünden und in jeder Situation dafür einzustehen, egal wie schwer es sein mag. Denn du bist doch überzeugt vom Islam. Du weißt doch, dass dies der richtige Weg ist. Warum also vor anderen die Botschaft Allahs geheim halten, als würde man ihnen nicht das Gute wünschen? Liebe Geschwister, wenn ihr nicht das Gute verbreitet, eure Bekannten nicht warnt oder mit ihnen nicht sprecht, werden sie im Jenseits gegen euch sprechen. Sie werden euch vorwerfen: Du wusstest es doch, aber du hast mich nicht gewarnt. Der Islam war doch für die gesamte Menschheit gedacht, nicht nur für dich. Vergesst nicht, dass auch zu euch jemand kam, um euch wachzurütteln.